Also wir sind heute um 10 vor 3 zum Feuer mit Menschenleben in Gefahr hier in die Marburger Straße nach Höhenberg alarmiert worden. Insgesamt rund 40 Einsatzkräfte mit 14 Einsatzfahrzeugen. Als wir in der Marburger Straße ankamen, schlugen die Flammen aus dem zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Gebäudes. Wir sind mit mehreren Trupps unter Atemschutz vor in das Gebäude, in die Brandwohnung eingedrungen und konnten recht schnell eine Person, die in der Brandwohnung lebte, herausholen. Die Person wird aktuell vom Rettungsdienst betreut und wird von uns in Krankenhaus der Maximalversorgung gefahren. Ja, ganz wichtig ist natürlich, wenn wir wissen, dass noch Personen in der Wohnung sind, so schnell wie möglich in die Wohnung rein. Brandschutz soweit, wie das zum Eigenschutz notwendig ist und um die Person da rauszuholen und dann vor allen Dingen schnell die Person rauszuholen. Parallel dazu haben wir über den Treppenraum auch noch weitere Trupps in die Geschosse dort drüber geschickt. Der Rauch steigt immer nach oben, die Brandausbreitung geht leicht nach oben und um das einzudämmen und zu sichern, sind wir auch da tätig geworden.